Ja, weil 14 Jahre Rückblick auf IFAF und Xenos und dann auch noch die Vorgänger. Iqvel, Marin, vielen Dank für deinen Aufschlag der Einordnung und euch ganz herzlichen Dank, dass ihr es organisiert habt und deswegen auch noch mal in die Runde. Für mich interessant, wer ist wann wo wie eingestiegen. Für mich ist es eine Wahnsinnsehre, zwischen zweien aus der Steuerungsgruppe und Johanna auch noch aus der Steuerungsgruppe da, inklusive Barbara, schön, dass dein Zug angekommen ist, und Stefan, ja, den Rückblick zu machen auf 14 Jahre und eben halt auch alles, was ihr selber durch die operative Arbeit beigetragen habt, aufzuzeigen. Ich bemühe mich, es in den gewünschten 10 Minuten zu machen und hänge dann auch alles nochmal hin, weil gerade auf der operativen Arbeit, wo ich auch angefangen habe, eben 2008 im ersten Xenos-Bleiberechtsprogramm unter dem Motto „Wer arbeitet, darf bleiben“, habe ich jetzt nochmal für euch rekapitulierend, was schon bei beiden Vorrednerinnen genannt worden ist, die große Zielgruppe der Geflüchteten, Asylbewerber und Geduldete mit ihren Arbeitsverboten, wie ist es historisch passiert, in ganz kurzen Schlagworten zeige ich es euch nach oben. Was ich nicht wusste, dauerhaftes Arbeitsverbot unter dem sogenannten Blüm-Erlass von 97 bis 2000. Willi, auch Thomas Wilhelm, mein Koordinator bei Tür an Tür vom IFAF-Netzwerk, hat dann noch gewusst, dass es damals die Spiegelschlagzeile gab, eben Blüm sagte, die Albaner nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Und mit diesem dauerhaften Arbeitsverbot, rückblickend, erst am 1.8.2000 die Öffnung für Asylbewerber und Geduldete mit nachrangigem Zugang zum Arbeitsmarkt plus Vorrangprüfung nach 12 Monaten. Wir hatten dann, wie auch schon gesagt, den 1.1.2005 eben Inkrafttreten des neuen Zuwanderungsgesetzes, damit neue Aufenthaltstitel. Die Aufenthaltsbefugnis, die es vorher gab, existierte nicht mehr. Und wir hatten den großen Einschnitt, dass der Verwaltungsakt zur Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis eben von der BA, also 2004 war BA, davor bis 2003 eben Arbeitsamt. Und dann noch mit dem 1.1. Gründung der Jobcenter und dass der Verwaltungsakt zur Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis von der BA an die örtlichen Ausländerbehörden überführt worden sind, beschäftigt uns bis heute, dass die BA beteiligt wird. Wann kamen die Arbeitsverbote, wann wurden die gekürzt? 1.7.2013 war dann eben nach 9 Monaten Arbeitsmarktzugang. Und was ich nicht wusste, in diesem Zusammenhang am 1.7. war es auch erstmalig, dass die anerkannten Geflüchteten den uneingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt im Kapitel 5 des Aufenthaltsgesetzes bekommen hatten. Das hatte ich schon wieder vergessen. Und der große Einschnitt, dann fiel auch nicht mehr der Begriff Arbeitsverbot, sondern Wartefrist, war dann eben am 6.11.2014 in Kraft getreten, 3 Monate Wartefrist. Eine Woche später die Vorrangprüfung entfällt nach 15 Monaten. Dann ist lange mal wieder nichts so Gravierendes in der Beschäftigungserlaubnis passiert, bis es dann die Rückschritte 2017 mit den Erstaufnahmeeinrichtungen, Arbeitsverboten kann ausgeweitet werden, bis 24 Monate passiert ist. Und wirklich, dass die Vorrangprüfung entfallen ist, war erst mit dem Ausländerbeschäftigungsförderungsgesetz, 6.8.2019, wo dann eben auch der Zugang zur Leiharbeit für Asylbewerber und Geduldete möglich wurden. Weil du gesagt hast, Anekdote, zu diesem Ausländerbeschäftigungsförderungsgesetz wurde ich von dem lokalen Radiosender und Fernsehsender interviewt und die haben dann den 2-Minuten-Beitrag so geschnitten, dass vor mir Innenminister Herrmann gesprochen hat aus Bayern und dann ich, und man hätte die Meinung gehabt, ich habe die gleiche Meinung wie das bayerische Innenministerium, habe ich natürlich nicht.
Sie haben 2019 im August noch was draufgesetzt, nämlich die Ankerzentren und die Arbeitsverbote in Anker. Und dann eben der sogenannte Paradigmenwechsel im Fachkräfteeinwanderungsgesetz für alle Migrantinnen und Migranten, dass da eben am 01.03.2020 durch den neuen 4a im Aufenthaltsgesetz erstmal allen Migrantinnen und Migrantinnen die Arbeit erlaubt wird, außer das Gesetz verbietet was. Und Barbara, du kannst den Satz sicher immer schöner, was davor unter Erlaubnis Vorbehalt. Ja, also vorher war es halt grundsätzlich verboten, es sei denn, es wurde einem erlaubt. Also wie Autofahren darf man auch erst dann, wenn man einen Führerschein hat. Ja. Und zur Schule gehen darf man immer, das verbotene Erlaubnisvorbehalt war es vorher und jetzt ist es eben erlaubt, aber es kann eben verboten werden. Ja. Es hat aber leider, glaube ich, keine tatsächlich gravierende, also für unsere Zielgruppe keine gewaltige Änderung gebracht. Ja, aber so nochmal zum Rückblick und gerade die operative Arbeit mit Lebensläufen, mit den immer wenn was Neues kam, standen wieder die Geduldeten vor unseren Bürotüren der Xenos-Netzwerke, der IFAF-Netzwerke. Darf ich jetzt endlich? Und deswegen mache ich jetzt anhand der Folien, Moment, ich gehe nämlich kurz vor, eine Historie dieser Bleiberechtsregelungen, die ja unsere Programme seit 2008 sehr beschäftigt haben. Und ich habe euch hier jetzt aufgelistet nochmal, was waren die Ideen. Maren hat es ja auch schon mitgeteilt, mit dem Zuwanderungsgesetz die Kettenduldungen zu vermeiden. Ihr kennt das alles. Die Altfallregelung, wer arbeitet, darf bleiben. Dann die Bleiberechtsregelung für Jugendliche und damals interessant zwischen 15 und 20 nach sechsjährigem Aufenthalt. 2015, und das ist für mich, sage ich politisch, immer was Hochinteressantes, dass sich genau mit diesem 01.08.2015 das Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts gleichzeitig verbandelt war mit eben diesem Gesetz zur Aufenthaltsbeendigung. Bundesarbeitsministerium auf der einen Seite ging den Kompromiss dann ein bei dem Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung mit dem Bundesinnenministerium. Deswegen auch immer interessant, wie rot geführt das Bundesarbeitsministerium war und die verschiedenen Regierungskonstellationen dem da mit reingespielt haben. Das Integrationsgesetz mit der 3+2-Regelung, wo dann auch erst 2020 die Ausbildungsduldung und Beschäftigungsduldung ineinander gemündet ist. Wie viele Personen sind darunter gefallen? Statistisch habe ich es noch mal hochgerechnet. Ich zitiere es jetzt nicht. Wir hängen euch das gerne auch an. Ich lasse es ein bisschen stehen, um für euch nochmal zu überlegen, was war hier in der operativen Arbeit unser Thema? Es wurde immer in den Medien frühzeitig berichtet, dann mussten wir sagen, es ist noch nicht in Kraft. Dann wusste man wieder nicht, wie fällt es drunter. Und dann kamen noch im föderalen System die unterschiedlichen Auslegungsarten, wo ich ein Lied als Bayerin davon erzählen kann, was bei uns nicht so umgesetzt worden ist, wie wir es uns gewünscht hätten. Neben diesen Bleiberechtsregelungen gab es natürlich auch beim Thema Arbeitsmarkt die Öffnung der Arbeitsverwaltungen. Marin hat erwähnt, eben Early Intervention. In Januar 2014 hat die BA das initiiert, lief an 9 Standorten, ich lege es auch hinten für die Historie her, Augsburg, meine Kollegin Hanna Löhner, die dann nach 20 Jahren Arbeitsverwaltung auch zu Tür an Tür gewechselt hat, hat das damals für die BA koordiniert. In Augsburg, Bremen, Dresden, Freiburg, Hamburg, Köln. 2015 kam dann hinzu Berlin, Hannover, Ludwigshafen. Mein Part war durch die Schulungen im SGB II-III-Bereich, die da schon gelaufen sind, die Auftaktveranstaltungen immer an den Standorten mit der Xenos-Präsentation damals zu machen. Und Marin, wie du
erwähnt hast, ist es halt leider auch damals schon so gewesen, der Fokus nur auf qualifizierte Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive. Aber damals dann in vielen flächendeckenden Gebieten der Aufschwung und diese Öffnung, dass die Asylbewerber und Geduldeten sich registrieren konnten, dass die Maßnahmen sich für die Geflüchteten geöffnet haben. Und damals war diese Idee, es gibt eine Vermittlungsfachkraft des Migrationsexperten in der Agentur für Arbeit. Und das erste Mal, weil man ja weiß, mit guter Bleibeperspektive wechseln sie den Rechtskreis aus dem SGB II ins SGB III, sind da die ersten Ideen, wie findet dieser Rechtskreiswechsel statt. Und man hat dann versucht, so rechtskreisübergreifende Teams zu bilden innerhalb der Agenturen für Arbeit und der Jobcenter. Und das sind dann im Nachgang diese späteren Asylteams viel, viel später geworden, die sich ja jetzt wieder aufgelöst haben, für die Ukraine wieder neu gefunden haben. Aber da war die Expertise aus unseren Bleiberechtsnetzwerken ja die Grundlage. Da haben wir, wurden wir viel angefragt. Wie kam es zustande, dass wir 2014 mit bei Early Intervention waren? Es gab im April 2012 bei der RD Bayern einen Auftakt von der damaligen Programmkoordinatorin Xenos Barbara Schmidt mit der BA und der RD Bayern, um eben diese Schulungen, Marin, du hast so schön erwähnt, es ist die Schulungskompetenz der IFAF-Netzwerke geschätzt worden. Und wir haben in Bayern diesen Auftakt gemacht. Wenn ich mir so meine Präsentationen angucke, ihr kennt alle den wunderbaren Zeitstrahl, der jetzt so ausschaut in IFAF. Ein Danke an die IFAF AG, Barbara Weiser und Özlem aus Kiel haben ganz viel ihre juristische Expertise dann 2015 eingebracht. Ohne die wären wir nie dahin gekommen, dass wir das Logo verwenden dürfen, dass wir es professionalisiert haben. Also da auch diese Gründung der IFAF-Arbeitsgruppe für die SGB-II-3-Schulungen sind Weltklasse und historisch zurückblickend habe ich gefunden, so sah der erste Zeitstrahl unter Xenos aus. Also noch, ja, ganz anders. Es war vom Bundesarbeitsministerium da immer unter Prüfungsvorbehalt durch das BMAS und ohne diese juristische Expertise von vor allem dir, Barbara, wäre es nie so gut auch in die ganzen 40 Netzwerke durch die Referenten gestreut worden. Wir haben eben nach diesem Auftakt 2012 die ersten Schulungen in Bayern ausprobiert. Die allererste Schulung mit Tobi Klaus vom Bayerischen Flüchtlingsrat waren in der Agentur für Kempten 200 Leute. Vorne alles, was Rang und Name hat, und nach weiter hinten immer mehr Arbeitsvermittler. Und uns ist der Satz rausgerutscht, naja, die Asylbewerber und Geduldeten werden ja immer in der Arbeitsagentur schon an der Eingangszone weggeschickt. Und daraufhin ist diese Veranstaltung geplatzt und es war ein Mordsaufschrei, eine Riesendiskussion, was wir uns hier ermächtigen zu sagen, die Arbeitsagentur nehmen die Zielgruppe nicht wahr und wir wissen es besser. Und dieser Riesenaufschrei in Kempten mit 200 Leuten, von hinten wurde nach vorne geschrien, die Bereichsleiter, Geschäftsführer haben nach hinten wieder korrekt, wir machen jetzt mal ruhig. Es war so, dass wir danach alles umgestellt haben und eingeordnet waren und gemerkt haben, ja, wir haben, wie du gesagt hast, experimentell viel erarbeitet und erprobt und wollten das dann schon 2012 weitertragen in die Regeldienste, die damals aber auch noch nicht so weit waren. Und der Arbeitsmarktzugang war ja auch noch nicht nach 3 Monaten. Also das war so eine Entwicklung, die mich in diesem Kontext Öffnung der Arbeitsverwaltungen ja immer noch sehr beschäftigt hat, bis dann, ich lege es auch aus,
im Oktober 2015 das Management Summary zwischen der IFAF, IQ und der BA zu den Schulungen der Arbeitsverwaltungen in Kraft getreten oder vereinbart worden ist. Wir als IFAF machen die ausländerrechtlichen Rahmenbedingungen für die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten, IQ die interkulturellen Schulungen der Arbeitsverwaltungen und die BA schult selber noch ihre Sachen, die dafür notwendig sind. Und in diesem Kontext wurde ich zum Beispiel eingeladen nach Berlin zum Tag der Jobcenter. Es gab SAVIAF noch, wo wir das präsentiert haben im internationalen Kontext, wo gerade Kanada als Vorreiter auch immer ja mit dabei war. Ich wurde zu verschiedenen internen Schulungen berufen. Werner hat dann irgendwann gewechselt aus dem IFAF-Netzwerk raus und da war ich bei euch in Sachsen dann nochmal im Sozialministerium. Also ich bin viel durch die Gegend gefahren und mit Blick auf die Uhr, Werner, bin auch schon die Viertelstunde drüber, freue ich mich, sage ich jetzt mal, zu dem Thema eben Übergangsschule, Beruf, war es eine Ehre und es ist vielleicht noch sowas, dass ihr wisst, ich bin da die Frau der Praxis, ich wurde angerufen vom Bayerischen Kultusministerium, ob ich als für die Sozialarbeiter an den Berufsschulen in den wissenschaftlichen Beirat, würden sie mich berufen, um da so die sozialpädagogische Sicht zu sagen. Und am Telefon habe ich gesagt, bin keine Wissenschaftlerin, bin Frau der Praxis. Und dann haben die mir erklärt, dass ich ja sehr wohl an der Uni studiert hätte und deswegen hier berufen werden kann. Und ich habe versucht, in dieser Zeit immer viel einzubringen und verabschiedet wurde ich dann von dem Ministerialdirigenten, der sich viel für diese BIC-Klassen eingesetzt hat, auch immer bei den Netzwerktreffen waren mit Frau Reiter, herzlichen Dank, dass Sie durch Ihre Art, ja, und ohne das Wissen, wie diese Hierarchien in dem Schulsystem passiert, dafür gesorgt haben, dass wir wesentlich offener die Lehrpläne entwickelt haben, dass wir mehr Austausch hatten und das hat mich dann ein bisschen geehrt. Ich freue mich über mehr Geschichten nachher und würde zu dem Thema, nämlich das, was ich gar nicht gesagt habe, Sprachkurs, es ist so viel passiert und eben, wie ist es aus der Einordnung aus Landessicht an Werner übergeben. Herzlichen Dank und vor allem euch immer das Dankeschön. Marin, du hast von den Publikationen gesprochen. Ich weiß selber, wenn die Koordination Willi immer auf mich zugekommen ist, ich soll hier Statistiken füttern. Ja? Und ich dachte mir, ich will aber jetzt lieber einen Lebenslauf schreiben, ja? Anstatt die Statistik zu füttern. Aber ich denke, genau das hat unsere Netzwerkarbeit in den letzten 20 Jahren auch erfolgreich gemacht, dass die operative Arbeit, viele Fallbeispiele und ihr seht es hinten, die Publikationen sind immer mit Teilnehmerfotos, was wir auch wissen, was eine gewisse Gefahr mit medialer Darstellung, das Internet vergisst nichts, ja, bedeutet hat. Und jetzt die Geflüchteten, die ich kennengelernt habe in 2018, 2019, sagen, können wir jetzt das bitte alles, was wir ins Internet gestellt haben, wegnehmen, weil ich bin eingebürgert und im Netz gibt eine neue Firma meinen Namen ein, will mich einstellen und das ist dieser Stempel Geflüchtete da. Da haben wir vieles geändert, haben wir auch die Corona-Zeit genutzt, viele Praxisbeispiele wieder aus dem Netz zu nehmen, weil es auch der Integration in die Gesellschaft dient, nicht immer diesen Stempel Geflüchteter auf sich zu haben. In diesem Sinne, danke für eure Arbeit und danke für die paar wenigen Geschichten. Es gibt noch so viel mehr zu erzählen. Ja.